Ja, meine Damen und Herren, ich heiße Sie recht herzlich willkommen hier um kurz nach 19 Uhr, fast pünktlich. Ich will mich nur ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu Ihnen sagen und dann geht es auch mit dem Hauptprogramm weiter. Mein Name ist Lorenz Schulz, ich vertrete Frau Mimura, die sich in Elternzeit befindet als Geschäftsführung in der Hermann-Ehlers-Akademie und Hermann-Ehlers-Stiftung. Und ich heiße Sie heute recht herzlich hier willkommen unter den zugegebenermaßen schwierigen Umständen, die sich dann in den letzten 10 Tagen für uns aufgrund der aktuellen Corona-Lage ergeben haben. Aber umso mehr freut es mich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Ich heiße ganz herzlich willkommen die Vertreter der Familie Stoltenberg, insbesondere Frau Stoltenberg, die lange Jahre mit ihrem Mann verbracht hat. Und wir waren gerade eben auch schon bei dem jetzigen amtierenden Ministerpräsidenten und konnten uns vor Ort auch nochmal austauschen und einige Veränderungen, die sich dann in den Gebäuden beispielsweise stattgefunden haben, schon mal begutachten. Und ich begrüße außerdem Herrn Professor Dr. Lappenküper, der den Vortrag des heutigen Abends halten wird, und Herrn Tetzloff als langjähriges Mitglied bei uns in der Hermann-Ehlers-Stiftung, der uns gleich durch den Abend führen wird und dann die Moderation übernehmen wird. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir eine herzliche Begrüßung, dass Sie unter diesen Umständen heute hierher gekommen sind, wissen wir sehr zu schätzen. Aber der Mann, um den es heute Abend geht, ist es wert, dass man seinetwegen hier zusammenkommt. Ich begrüße Sie, wie gesagt, ganz herzlich und erlaube mir, ein paar Einzelbegrüßungen hier vorzunehmen und fange gleich an mit Ihnen, sehr verehrte Frau Stoltenberg. Sie sind lange Jahre in Kiel und Bonn, haben Sie Ihren Mann begleitet, waren sozusagen First Lady in Schleswig-Holstein in den 11 Jahren, als er Ministerpräsident war, und auch in der Zeit als Bundesminister unter Kurt-Georg Kiesinger. Sie haben also Ihren Mann eine lange Wegstrecke begleitet, umso schöner, dass Sie heute von außerhalb Kiels hierher gekommen sind. Genauso freuen wir uns, dass Karol Stoltenberg, der Enkel von Gerhard Stoltenberg, heute Abend hier ist. Er vertritt auch seinen Vater, der in Kiel aufgewachsen ist, an der Kieler Gelehrtenschule zur Schule gegangen ist, heute Abend leider nicht kommen kann. Umso erfreulicher ist, Herr Stoltenberg, dass Sie heute hier sind und auch noch eine charmante Begleitung mitgebracht haben. Ihre Lebensgefährtin und langjährige Freundin ist heute auch mit dabei. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ich darf jetzt einige politische Vertreter begrüßen. Zunächst Herrn Tobias Koch, den Fraktionsvorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion. Willkommen, Herr Koch, dass Sie heute hier sind und auch zu Ehren Ihres Parteifreundes hier erschienen sind. Das Gleiche gilt, Parteifreund, Parteifreundin, jetzt für Frau Angelika Volkwarz, die heute Abend hier ist, unsere ehemalige Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Kiel und langjährige Landtags- und Bundestagsabgeordnete, die Gerhard Stoltenberg wahrscheinlich besser kannte als so mancher hier. Schön, dass Sie hier sind heute. Und auf der Ebene der Parteifreunde begrüßen wir ebenfalls ganz herzlich Frau Cordula Andresen. Die Staatssekretärin war unter Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen, wo sie jetzt sitzt, ach so, ganz versteckt in der Ecke. Willkommen, Frau Dr. Andresen. Dass Gerhard Stoltenberg ein enges Verhältnis zur Bundeswehr hatte, ist Ihnen allen bekannt. Schließlich war er Bundesminister der Verteidigung und der Bundeskanzler Helmut Kohl. Und deshalb freuen wir uns, dass die Bundeswehr heute Abend hier vertreten ist, in Gestalt von Herrn Oberst Axel Schneider, dem Kommandeur des Landeskommando Schleswig-Holstein. Und die Wissenschaft darf
natürlich auch nicht fehlen, unabhängig jetzt von unserem heutigen Gast, Hauptgast und Referent. Ich rede jetzt von Herrn Frank Lubowitz, der das Archiv vom Archiv Historische Forschungsstelle hier ist. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Ich habe ihn... Ach, da ist er. Wunderbar. Gut, schönen guten Abend. Tut mir leid, dass ich Sie beim Empfang nicht sehen konnte. Last not least, aber wirklich last not least, begrüße ich Herrn Professor Dr. Ulrich Lappenküper, der Referent des heutigen Abends ist und Ihnen gleich einen Vortrag präsentieren wird, wo wir eine ganze Menge lernen können von Gerhard Stoltenberg, was in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt ist. Darauf freuen wir uns alle. Er ist ja also der Referent des heutigen Abends. Wen ehren wir an diesem Abend? An wen erinnern wir uns mit Respekt und Dankbarkeit? Vor genau 20 Jahren verstarb im Alter von nur 73 Jahren Dr. Gerhard Stoltenberg, der erfolgreichste und sicher wirkungsmächtigste Politiker, den Schleswig-Holstein hervorgebracht hat, wenn ich ihn vielleicht auf eine Stufe stellen darf mit Kai-Uwe von Hassel, der ja unserer Akademie als Gründer natürlich auch besonders verbunden war. Ein paar Worte zu Gerhard Stoltenberg, falls Sie das noch nicht wissen oder nicht mehr wissen. Er hat Abitur gemacht in Bad Oldesloe am Theodor-Mommsen-Gymnasium und dann in Kiel studiert Geschichtswissenschaft, Soziologie, Philosophie. Die Dissertation folgte, und zwar ebenfalls an der Christian-Albrechts-Universität, über den Deutschen Reichstag 1871. Der Dissertation schloss sich dann auch bald die Habilitation an zu dem Thema politische Strömung in Schleswig-Holsteins Landvolk 1918 bis 1933. Ja, von mir zunächst einmal zu den wissenschaftlichen Leistungen von Gerhard Stoltenberg. Ich komme zu den Leistungen als Parlamentarier. Gerhard Stoltenberg trat bereits 1947 in die CDU ein und er wurde bundesweit Chef der Jungen Union von 1955 bis 1961. Dann wurde er, ich bleibe zunächst mal auf der Ebene der Partei und auch der parlamentarischen Mandate, Landesvorsitzender der CDU, das blieb er sehr lange, von 1971 bis 1989. Kommen wir zur ersten Gewalt, also zum Parlamentarier Gerhard Stoltenberg. Da war er, wenn man so will, abwechselnd Landtags- und Bundestagsabgeordneter, aber jeweils für einen längeren Zeitraum. Er begann als Landtagsabgeordneter, ging dann in den Deutschen Bundestag 1957 bis 1971, um dann nach Schleswig-Holstein zurückzukehren und hier nicht nur Landtagsabgeordneter zu werden, sondern dann auch gleich Ministerpräsident. Die sicherlich bedeutendste politische Zeit war die Zeit als Bundesminister, die Gerhard Stoltenberg, und da ist er nur einer von ganz wenigen, Walter Scheel gehört auch dazu, er war Bundesminister unter drei Kanzlern, nämlich unter Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger und dann nach den sozialliberalen Jahren war es wohl verständlich, dass Helmut Kohl ihn, den großen Klaren aus dem Norden, wieder zurück nach Bonn holte und zum Bundesminister der Finanzen, später dann 1989 zum Bundesminister der Verteidigung ernannte. Ich möchte ganz kurz, damit es nicht zu aufzählend wirkt, jeweils ein besonders hervorstechendes Merkmal der Leistung Gerhard Stoltenbergs in diesen Ämtern nennen. Als Ministerpräsident verdanken wir Schleswig-Holstein einen Modernisierungsschub, für den er auch nach Anerkennung seiner politischen Gegner eindeutig verantwortlich ist. Ja, und dem Bundesminister der Finanzen verdanken ganz viele Deutsche, in diesem Falle Westdeutsche, eine Steuersenkung und ganz solide Haushaltsfinanzen. Dass dann die Wiedervereinigung natürlich ihm ein wenig einen Strich durch die Rechnung machte oder seinem Nachfolger, war nicht vorauszusehen. Ein solches historisches Ereignis ist ja nun nicht gerade häufig. Und als Bundesminister der Verteidigung war er in schwierigen Zeiten, auch nachdem nun der NATO-Doppelbeschluss zwar vorüber war, beziehungsweise es zu dem INF-Vertrag gekommen war,
immer stets auch ein Freund der NATO. Er stand ganz klar zur NATO und zu unserem atlantischen Bündnis mit den Vereinigten Staaten und Kanada. Gerhard Stoltenberg gilt nicht ohne Grund als auch ein überzeugter Atlantiker, was eine starke Fixierung auf die Europäische Union ja nicht ausschließt. Ja, in diese Zeit der frühen politischen Prominenz von Gerhard Stoltenberg fallen auch ein paar Begegnungen oder Erinnerungen persönlicher Art an ihn. Damit möchte ich Sie jetzt nicht langweilen, aber als junger Soldat und Wehrpflichtiger hatte ich einmal Gelegenheit, mit nur einer kleinen Gruppe von Soldaten in der Neumünsteraner Hindenburg-Kaserne mit Gerhard Stoltenberg zu diskutieren. Und da möchte ich eigentlich nur meinen persönlichen Eindruck wiedergeben. Er, der von politischen Gegnern häufig als stur und etwas humorlos geschmäht wurde, machte da aber einen völlig anderen Eindruck. Es war eine heitere, gelassene Atmosphäre, in der er mit uns diskutierte. Und das konnte man mit ihm sehr gut. Und mein Respekt für Gerhard Stoltenberg begann eigentlich bei diesen Begegnungen. Er konnte auch sehr deutlich werden und auch schon mal sich anlegen. Wenn wir als junge Lehrer, ich bin dann Lehrer geworden, in den 80er Jahren mal demonstrierten und er diese Forderungen etwas überzogen fand, dann konnte er auch schon mal losschimpfen mit den Lehrkräften. Das gehörte auch dazu, aber das haben wir von anderen Politikern sicher auch erlebt. Und immer wird man sich auch erinnern an, das wurde mir von Mitgliedern seines Kabinetts gesagt, an den herrlichen Satz: Wir können darüber diskutieren, liebe Freunde, aber ich empfehle es nicht. Damit war das durch und Gerhard Stoltenberg konnte getrost weiter regieren und seine Minister waren dann überzeugt. Ich möchte mal damit enden, dass wenige kurze Zeit nach seinem Tod Wolfgang Schäuble nach Kiel kam und eine Veranstaltung bestritt in der Kirche. Und diese endete, war auch recht anekdotisch, und sie endete mit dem Satz: Er war ein Großer. Und damit meinte er nicht nur Gerhard Stoltenbergs Körpergröße, sondern Sie wissen schon, was er meinte, wenn man Wolfgang Schäuble kannte. Ja, erlauben Sie jetzt, dass ich Ihnen heute Abend den Referenten noch etwas genauer vorstelle. Professor Ulrich Lappenküper ist geboren in Nordrhein-Westfalen und mit Nordrhein-Westfalen hat auch ein Großteil seiner akademischen Laufbahn zu tun. Er hat in Bonn studiert, hat dann den Abschluss gemacht als Magister Artium, wurde promoviert von dem bekannten Zeitgeschichtler Klaus Hildebrandt 1988. Dann in Bonn wurde er Dozent am Zentrum für internationale Bildung und Lehrbeauftragter der Akademie des Auswärtigen Dienstes, alles noch in Bonn. Dann gab es, wenn man so will, einen Abstecher nach Bayern. Sie haben dort in München mitgearbeitet in der Akademie der Wissenschaften, aber es zog sie zurück nach Bonn, wo dann die Habilitation folgte. Und von einem weiteren Abstecher zur Uni Koblenz sind sie dann wieder nach Bonn gekommen. Und in Kassel haben sie als Hochschullehrer gearbeitet und geforscht, bis sie dann 2005 die in Schleswig-Holstein ansässige Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichsruh im Sachsenwald leiteten. Und außerdem sind sie Professor an der Helmut-Schmidt-Universität. Das ist nur ein kurzer Überblick über ihre Laufbahn. Ich versuche gar nicht erst jetzt die Veröffentlichungen aufzuzählen, die von ihnen erhältlich sind, die zeitgeschichtlicher und auch zeitgeschichtlichen Hintergrundes sind und auch das 19. Jahrhundert und ganz besonders Otto von Bismarck betreffen. Und jetzt höre ich auch schon auf, oder jetzt höre ich endlich auf und übergebe das Mikrofon dem Referenten des heutigen Abends. Sie merken schon an dem Titel, der heute Abend auf Sie zukommt, den Titel des Vortrags, dass es durchaus einen Bezug zum Historiker und Politiker Gerhard Stoltenberg gibt, der hinausgeht über dessen politische Tätigkeit in Bonn und Kiel. Vielen Dank. So.
sollten hier eigentlich das Bild auftauchen. Aha. Super. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, verehrte Frau Stoltenberg, liebe Familie Stoltenberg, sehr geehrter Herr Tetzdorf und Herrn Schulz und alle anderen Honoratoren, die ich jetzt gewissermaßen in einem Rutsch begrüße. Ich freue mich sehr, hier heute Abend sein zu dürfen. Ich freue mich vor allen Dingen deshalb sehr, weil die Veranstaltung nun doch noch glücklicherweise im Präsenzmodus stattfinden kann. Wir hatten zu Anfang des Jahres eine gemeinsame Veranstaltung aus Anlass des 150. Jahrestages der Reichsgründung. Die musste dann leider Gottes sehr kurzfristig in den virtuellen Modus umgeswitcht werden. Umso erfreuter ist es für mich, heute hier sein zu dürfen. Das Thema Geschichtsinteresse, Geschichtsverständnis und Geschichtsbild von Gerhard Stoltenberg, als vor etwa einem Jahr der Dr. Näckler von der ELAS-Akademie und ich gemeinsam darüber nachgedacht haben, inwieweit man den 20. Jahrestag oder Todestag Gerhard Stoltenbergs erinnern sollte, kam mir die Idee, eine Facette des Lebens von Gerhard Stoltenberg einmal etwas intensiver selbst zu erarbeiten, zu erforschen, dann natürlich auch zu präsentieren, eine Facette, die im Prinzip bis auf den heutigen Tag so gut wie unbekannt ist. Natürlich weiß Mann, Frau, dass Stoltenberg gelernter Historiker war, habilitierter Historiker, aber diese Themen, Geschichtsinteresse, Geschichtsverständnis, Geschichtsbild von Gerhard Stoltenberg ist wahrscheinlich über die engere Familie hinaus so gut wie vollkommen unbekannt. Also die Forschung hat sich dieses Themas bisher noch nicht angenommen und deshalb habe ich gedacht, es wäre vielleicht eine gute Idee, gerade aus diesem Anlass zum 20. Todestag nun eine neue Facette des reichhaltigen Lebens von Gerhard Stoltenberg einem breiteren Publikum vorzustellen. Ich will nicht verhehlen, dass damit auch meine eigene aktuelle Position, von der Herr Tetzdorf so freundlich berichtet hat, eine Rolle gespielt hat, denn der unmittelbare Bezug zu Stoltenberg von mir, respektive von der Stiftung, die ich vertrete, der Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichshuber-Hamburg, ist die Tatsache, dass Gerhard Stoltenberg der erste Kuratoriumsvorsitzende der Otto-von-Bismarck-Stiftung war. Ich werde darauf später noch eingehen, aber das war für mich im Prinzip so der Anlass, mich mit der Geschichte meiner eigenen Institution ein wenig näher zu befassen und dann eben auch mit dem ersten Kuratoriumsvorsitzenden. Gerhard Stoltenberg, Herr Tetzdorf hat es im Prinzip schon gerade ausgeführt, gehört ohne Frage zu den herausragenden Politikern der deutschen Nachkriegsgeschichte. Über den Abgeordneten, Ministerpräsidenten und Bundesminister scheint unser Bild recht klar konturiert. Ein Symbol für Solidität und Kontinuität, Disziplin und Verlässlichkeit, Überzeugung und Sachlichkeit. Über den Geschichtswissenschaftler ist hingegen kaum etwas bekannt und deshalb finde ich, dass es höchste Zeit ist, dass wir uns auch dem Historiker Gerhard Stoltenberg zuwenden und dem Historiker im Politiker Stoltenberg. Freilich, ich will das nicht verhehlen, wir begeben uns dabei auf unsicheres Terrain, denn über Geschichte zu schreiben, während sie noch qualmt, wie die amerikanische Historikerin Barbara Tuchman das einmal genannt hat, bietet gewisse Reize, aber auch manche Schwierigkeit. Stoltenberg kannte dieses Problem, wie eine Rede vom 3. Dezember 1997 belegt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ständig hier verschwindet. Eine Rede vom 3. Dezember 1997, damals hielt Stoltenberg just in diesem Haus einen Vortrag über den ebenso berühmten wie, sagen wir es mal, umstrittenen Historiker Karl Dietrich Erdmann. Am Tag danach dankte ihm ein Zuhörer auf postalischem Wege für das Zitat in sich abgerundete Bild, das Stoltenberg von Erdmann
präsentiert habe, sodann fügte der Absender vielsagend hinzu, es seien natürlich Fragezeichen geblieben, die durch eine kritische Erschließung vorhandener und Heranziehung neuer Quellen möglicherweise aufgelöst werden können. Zitat Ende. Obwohl mir dankenswerterweise vom Archiv für christlich-demokratische Politik in St. Augustin Einblicke in den Nachlass von Gerhard Stoltenberg gewährt worden sind, wird auch mein Vortrag Fragezeichen hinterlassen. Ich sage das nicht im Sinne einer Captatio Benevolentiae, sondern als nüchternen Befund. Mit Mut zur Lücke bei der Erörterung des Themas möchte ich drei Fragen in den Mittelpunkt meiner Betrachtung stellen. Die erste lautet: Woher rührte eigentlich Gerhard Stoltenbergs Geschichtsinteresse und wie entfaltete es sich? Zweitens, welches Geschichtsverständnis, welches Geschichtsbild zeichnete Gerhard Stoltenberg aus? Und drittens, welche Konsequenzen zog der Politiker aus den geschichtswissenschaftlichen Erkenntnissen des Historikers Gerhard Stoltenberg? Beginnen wir mit dem Geschichtsinteresse. Wer danach fragt, muss in die Biografie Stoltenbergs blicken. Stoltenberg wurde, und Herr Tesdorf hat es ja schon ganz kurz ausgeführt, am 29. September 1928 in Kiel als Sohn des Pastors Gustav und der Lehrerin Christine Stoltenberg geboren. Auch der Großvater väterlicherseits, Gustav Heinrich Stoltenberg, war Lehrer, genauer Konrektor hier in Kiel. Die vom Enkel genossene besonnte Kindheit, wie Gerhard Stoltenberg das einmal genannt hat, in Hohenstein unweit der Howachter Bucht, erlitt nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933, dem Umzug der Familie nach Bad Oldesloe 1934 und dem Kriegsausbruch 1939 tiefe Zäsuren. Mal schauen, dass das jetzt klappt. Ja. War Stoltenberg auch zunächst noch zu jung, um das folgenschwere Geschehen um ihn herum zu begreifen, war er dann doch alt genug, um die Fratze der Diktatur und des Krieges in all ihrer Hässlichkeit kennenzulernen. 1940 meldete sich sein Vater freiwillig als Kriegspfarrer an die Front. 1944 wurde der Sohn, damals Untersekundaner der Oldesloher Oberschule, als Marinehelfer nach Brunsbüttel beordert. Das Kriegsende 1945 erlebte Gerhard Stoltenberg bei Leck an der dänischen Grenze als Marinehelfer. Neben den christlichen Grundüberzeugungen des Elternhauses waren es die Erfahrungen des Nationalsozialismus und der Kriegszeit, die Stoltenberg tief prägen sollten. Sein wacher Blick nach vorn verknüpfte sich fortan stets mit dem Blick zurück, mit dem, was wir heute Vergangenheitsbewältigung nennen. Wenn der Schüler des Oldesloher Theodor-Mommsen-Gymnasiums 1947 in die Junge Union eintrat, hing auch dies mit jenen Prägungen zusammen. Der Neuaufbau Deutschlands konnte in den Augen des jungen Stoltenberg nur auf moralischen Grundlagen beruhen, die aus einer Verbindung christlich-humanistischer Überzeugungen und der kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte bestanden. Und deshalb diskutierte schon der Penäler höchst intensiv mit seinen Freunden von der Jungen Union die ersten damals erscheinenden historisch-politischen Darstellungen über das verbrecherische Hitlersystem. Der von mir hochgeschätzte Bonner Politikwissenschaftler Hans-Peter Schwarz hat vor wenigen Jahren die These vertreten, Stoltenbergs Beschäftigung mit der Geschichte sei, Zitat, nicht im Geist steriler Betroffenheitsgestik erfolgt, sondern nüchtern, verstehend und voll sympathieerfüllter Neugier. Mir scheint diese Auffassung nicht vollständig überzeugend, denn seit der Lektüre des 1946 erscheinenden Buches von Friedrich Meinecke über die deutsche Katastrophe warf Stoltenberg auch dem deutschen Bürgertum, der Intelligenz und
der studentischen Jugend versagen in der NS-Zeit vor. Stoltenbergs Betroffenheitsgestik, wie Schwarz das genannt hat, war zwar nicht steril, aber sehr wohl vorhanden. Hans-Peter Schwarz hat freilich insofern recht, als er Stoltenberg Neugier für die Art der Bewältigung vergangener Herausforderungen testiert. Es war daher gewiss kein Zufall, dass der Abiturient sich zum Sommersemester 1949 an der Universität Kiel für das Studium der Geschichte, der Sozialwissenschaften und Philosophie einschrieb, denn diese drei Fächer schienen seiner historischen Wissbegier wie seinem politischen Engagement in besonderer Weise zu entsprechen. Ein Blick in die in seinem Nachlass aufbewahrten, eng beschriebenen DIN A5 Studienhefte weisen drei Schwerpunkte aus. Die deutsche bzw. europäische Geschichte von der Französischen Revolution bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, die Philosophie des deutschen Idealismus und des Marxismus sowie Statistik und Bevölkerungslehre. Sein wichtigster akademischer Bezugspunkt war der Historiker Otto Becker, der 1946 zu den Gründungsmitgliedern der CDU in Schleswig-Holstein gehört hatte. Seine bedeutendsten Bücher befassten sich mit Bismarcks Deutschland und Außenpolitik, mit den Gründen für den Zusammenbruch des Kaiserreiches und mit der Weimarer Reichsverfassung. Otto Becker stand für einen weniger geschichtstheoretisch-philosophischen, denn hermeneutischen Zugang zur Geschichte. Dass Stoltenberg sich wissenschaftlich ähnlich entwickelte, kann daher kaum überraschen. Dieses Charakteristikum hing indes wohl auch damit zusammen, dass Stoltenbergs Soziologieprofessor Gerhard Mackenroth den Studentinnen und Studenten ein gesundes Misstrauen gegen die einfachen ideologischen Deutungsversuche einpflanzte. Und auch der Kieler Philosoph Ludwig Landgrebe beschrieb zwar in seinen Marxismusvorlesungen das Marx'sche System als eine in sich geschlossene Weltanschauung, ließ aber an seiner kritischen Haltung keinen Zweifel. Nach nur 10 Semestern schloss Gerhard Stoltenberg sein Studium 1954 nicht mit Bachelor oder Master, wie das heute üblich ist, sondern schon direkt mit der Promotion ab. In seiner Dissertation, Herr Tetzlaff hat es schon erwähnt, hatte er die Arbeit des Reichstags nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs von 1871 untersucht. Über die Themenfindung lassen sich zumindest bis heute, vielleicht kann ich heute Abend mehr lernen, nur Vermutungen anstellen. In der Literatur wird die Wahl des Themas mitunter damit erklärt, dass die Nationalliberalen im Reichstag den Ton angegeben hätten und der von den ordoliberalen Ideen Ludwig Erhards faszinierte Stoltenberg am Beispiel der Gesetzgebung der frühen 1870er Jahre Möglichkeiten und Grenzen politischer Neuanfänge in der Bundesrepublik habe studieren wollen. Ob Gerhard Stoltenberg, der spätere eingefleischte Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, schon in der Findungsphase seines Dissertationsthemas, also 1952-53, wirklich so von Erhards Ideen schwärmte, sei dahingestellt. Plausibler erscheint mir, neben der unverkennbaren Nähe zu den Forschungsbereichen seines Doktorvaters Otto Becker, der Aspekt des politischen Neuanfangs in der Bundesrepublik. Wie Gerhard Stoltenberg im Vorwort der 1955 veröffentlichten Doktorarbeit darlegt, hatte ihn, Zitat, die jüngere geschichtliche Entwicklung dazu veranlasst, der Frage nach dem Werden und sich Bewähren verfassungsmäßiger Ordnungen und parlamentarischer Einrichtungen nachzugehen. Voller Tatendrang und Schaffenskraft fuhr Stoltenberg nach der Promotion beruflich auf zwei Gleisen. Im September 1954 gewann der gerade einmal 26-Jährige einen Sitz im Kieler Landtag. Herr Tetzlaff hatte es erwähnt. Ende des Jahres begann er, von Otto Becker mit dem Gütesiegel des förderungswürdigen wissenschaftlichen Nachwuchses ausgezeichnet, mit den Recherchen zu einer Habilitationsschrift. Die Betreuung des Projektes
übernahm Karl Dietrich Erdmann, seit 1953 Beckers Nachfolger auf dem Lehrstuhl für Neue Geschichte an der Universität Kiel und im Mai 1954 als Co-Referent an Stoltenbergs mündlichem Promotionsverfahren beteiligt. Wie schon in der Dissertation gedachte Stoltenberg auch in seiner von einem Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Habilitation eine genuin historische Fragestellung mit aktuellen politischen Problemen zu verbinden. Einerseits ging es ihm darum, anhand der Landvolkbewegung Schleswig-Holsteins in der Weimarer Republik den rapiden Durchbruch des Nationalsozialismus ab 1929 in ganz Norddeutschland verständlich zu machen. So formulierte er das. Andererseits erhoffte er sich durch die Untersuchung der berufsständischen Organisation des Bauerntums in der Weimarer Zeit Aufschlüsse für offene Fragen der bundesrepublikanischen Verfassungswirklichkeit. Da Sekundärliteratur kaum vorhanden war, griff er auf die Verbandspresse, Zeitungen, relevante Archivbestände und das damals hochmoderne Medium der Zeitzeugenbefragung zurück. Für die Fertigstellung der Untersuchung veranschlagte Stoltenberg, wir sprechen hier von einer Habilitationsschrift, nur 2 Jahre. Bald musste er erkennen, dass sein politisches Engagement die Arbeit an der Habilitationsschrift nicht in dem von ihm beabsichtigten Tempo zuließ. 1955 wählte die Junge Union den Landesvorsitzenden von Schleswig-Holstein zu ihrem Bundesvorsitzenden. 1957 zog Stoltenberg mit gerade einmal 29 Jahren für den Wahlkreis Schleswig-Eckernförde in den Deutschen Bundestag ein. Kaum überraschend schritt die Habilitation nur mäßig voran. Dies hing freilich auch damit zusammen, dass Stoltenberg sich durchaus neben der Habilitationsschrift auch noch anderweitig wissenschaftlich tummelte. So verfasste er etwa einen Artikel über die Krise der sozialistischen Bewegung in Österreich und hielt Lehrveranstaltungen an der Pädagogischen Hochschule in Kiel, unter anderem eine Vorlesung über die politische Entwicklung in der SBZ Deutschlands 1945 bis 1955. Ende 1957 räumte Stoltenberg in einem Bericht an die Deutsche Forschungsgemeinschaft offen, nennen wir es Verzögerungen, im Fortgang seiner Arbeit ein. Er regte die Einstellung der Förderung an und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, die Habilitationsschrift im ersten Halbjahr 1958 einreichen zu können. Zwar erwies sich auch dieser Zeitplan als zu ambitioniert, die von Stoltenberg selbst als Bewährungsprobe für die eigene Fähigkeit der Verknüpfung wissenschaftlicher Forschung mit praktischer Politik verstandene Habilitation bestand er aber meisterhaft. 1960 erwarb Stoltenberg mit einer Studie über politische Strömungen im schleswig-holsteinischen Landvolk, Sie haben es schon erwähnt, die Venia Legendi an der Universität Kiel für das Fach Neuere Geschichte. Seine Antrittsvorlesung hielt der frisch gebackene Privatdozent über den kaiserlichen Großadmiral Alfred von Tirpitz und seine Flottenpolitik. Die der Fakultät vorab eingereichte Liste möglicher Vorlesungsthemen für diese Antrittsvorlesung lässt eine erstaunliche inhaltliche Breite erkennen. Sie reicht von der politischen und wirtschaftlichen Verfassung Dithmarschens im Mittelalter über den amerikanischen Sezessionskrieg bis zum inneren Gefüge der kaiserlichen Marine vor der Revolution von 1918. Nach der Habilitation setzte Stoltenberg die gewiss arbeitsreiche Verquickung von politischer Karriere und akademischer Laufbahn unbeirrt fort. Ob bewusst oder unbewusst, wandelte er damit auf den Spuren großer Historiker wie Droysen, Treitschke oder Delbrück, die im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert als Volksvertreter in der Paulskirchenversammlung oder im Deutschen Reichstag gewirkt hatten. Vom Wintersemester 1962-63 bis zum Wintersemester 1964-65, also 2 Jahre, nahm der Bonner Bundestagsabgeordnete einen Lehrauftrag an seiner Alma Mater in Kiel wahr, die von ihm angebotenen Posten des Bundesverteidigungsministers schon damals, also Anfang der 60er,
und des schleswig-holsteinischen Kultusministers lehnte er ab. Wie seine handschriftlichen Skripte und Notizen im Augustiner Archiv ausweisen, griff Stoltenberg in den Vorlesungen und Übungen wohl aus arbeitsökonomischen Gründen auf die Themen seines Geschichtsstudiums und seiner beiden Qualifikationsschriften zurück. Das macht man wohl so, wenn man frisch gerade promoviert, habilitiert ist. Stoltenberg erarbeitete sich aber noch einen zweiten wissenschaftlichen Schwerpunkt, nämlich die Geschichte der USA im 19. und frühen 20. Jahrhundert. So schrieb er etwa einen Aufsatz über die deutschen 68er in der amerikanischen Politik. Er befasste sich mit Abraham Lincoln und hielt eine Vorlesung über die US-Geschichte zur Zeit Franklin Delano Roosevelts von 1932 bis 1945. Über die Gründe dieser Hinwendung zur US-amerikanischen Geschichte kann ich abermals nur spekulieren. Als Politiker war Stoltenberg die überragende Bedeutung der USA für das Schicksal der Bundesrepublik und Europas wohl vertraut. Herr Tetzlaff hat ihn vorhin Transatlantiker genannt und damit ganz gewiss recht. Als Student hatte Stoltenberg aber schon 1952-53 an einem Besuchsprogramm des US-Außenministeriums teilgenommen und an den Universitäten Harvard und Temple in Philadelphia Veranstaltungen von Henry Kissinger, MacGeorge Bundy und Arthur Schlesinger besucht. Abraham Lincoln, der große Präsident des 19. Jahrhunderts, faszinierte ihn als, Zitat, Wegbereiter des modernen demokratischen Amerikas. Und die Präsidentschaft Franklin Roosevelt interpretierte Stoltenberg als Schicksalsjahre für große Teile der Welt, Deutschland und Europa im Besonderen. Der Historiker Gerhard Stoltenberg begnügte sich damals jedoch nicht mit dem Lehren und Publizieren. Er griff auch aktiv in öffentliche Debatten ein, etwa als ein Vortrag des früheren Großadmirals Dönitz im Geesthachter Gymnasium die Medien 1963 so erregte, dass der Schulleiter sich das Leben nahm. Stoltenberg hielt die Einladung des letzten Reichskanzlers im Dritten Reich an dieses Geesthachter Gymnasium durch den damaligen Schülersprecher, der ein oder andere wird es wissen, wer es war, Uwe Barschel, für falsch. Er sah aber keine Veranlassung, an den subjektiv ehrenwerten Motiven, wie er das genannt hat, des Veranstalters zu zweifeln. Am 1. April 1965 übernahm Stoltenberg die vom Krupp-Konzern für ihn eigens eingerichtete Stabsstelle Industrie zu verstehen. Sein Ausflug in die Welt der Ökonomie dauerte indes nur wenige Monate. Noch attraktiver als der Einblick in die Wirtschaft war für Stoltenberg wohl der von Bundeskanzler Ludwig Erhard angebotene Eintritt ins Bundeskabinett als Minister für wissenschaftliche Forschung im Herbst 1965. Mit dem Umzug von Essen nach Bonn vollzog Stoltenberg Ende 1965 eine wichtige Lebensentscheidung, zumindest eine Vorentscheidung. Die ihn seit Jahren umtreibende Frage, Professor oder Minister, beantwortete er nun mit Minister. Ganz mochte er der Wissenschaft indes noch nicht den Rücken zukehren, denn die Dozentur an der Universität Kiel ließ er nur ruhen. Er gab sie nicht auf. Und meines Wissens hat er sie nie aufgegeben. Ich glaube, er hat sie bis zum Ende seines Lebens tatsächlich aufrechterhalten, hat sich beurlauben lassen, aber die Dozentur immer behalten. In den folgenden drei Jahrzehnten, darauf wird noch ausführlicher zurückzukommen sein, sollte sich Stoltenberg als Bundesminister, dann Ministerpräsident und abermals Bundesminister schon von Amts wegen immer wieder mit der deutschen Geschichte befassen. An dieser Stelle meines Vortrags relevanter ist hingegen die Tatsache, dass er seine Beschäftigung mit der Geschichte auch nach seiner politischen Laufbahn nicht einstellte. Im Gegenteil. Seit dem Ende seiner Tätigkeit als Koordinator für die deutsch-französischen Beziehungen 1995,
Kaum jemand weiß das, dass er das gewesen ist, obwohl er Transatlantiker war. Sein letztes großes Amt war das des Koordinators für die deutsch-französische Beziehung 1995. Und dann nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag 1998 sollte Stoltenberg sein Nachdenken über die deutsche Geschichte in Wort und Schrift erweitern und vertiefen. Eindringlich setzte er sich mit dem Umgang der Deutschen mit der NS-Diktatur auseinander. Entschiedene Stellung bezog er gegen die These des amerikanischen Historikers Daniel Goldhagen von einem in der deutschen Mentalität tief verankerten, Zitat, exterminatorischen Ausrottungsantisemitismus. Ausgesprochen kritisch reagierte Stoltenberg auf die im Kieler Landeshaus gezeigte Ausstellung über die Verfehlungen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Sehr wohlwollend hingegen äußerte sich Stoltenberg über Karl Dietrich Erdmann, als der in den 1980er Jahren von Teilen der geschichtswissenschaftlichen Zunft heftig angegriffen wurde. In seiner von mir bereits erwähnten Rede vom 3. Dezember 1997 beteuerte Stoltenberg die dankbare Erinnerung an seinen früheren Lehrer. Er rühmte dessen Offenheit für andere begründete Standpunkte und fügte dann mit Blick auf die Vorwürfe gegen Erdmann etwas sibyllinisch hinzu, dass anstelle exakter wissenschaftlicher Argumentation teilweise Glaubenskriege ausbrechen, bewertete er Erdmann als gefährlichen Irrweg. Wie Stoltenberg selbst diese Situation damals einschätzte, hielt er zumindest in dieser Rede eher im Ungefähren. Besonders ausführlich wandte sich Stoltenberg der Vergangenheit in seinen 1997 und 1999 veröffentlichten, ich nenne es mal, memoirenhaften Büchern zu. Und dann 1998 mit der Übernahme, ich habe es erwähnt, des Vorsitzes im Kuratorium der Otto-von-Bismarck-Stiftung, einer Politiker-Gedenkstiftung des Bundes, die 1997 vom Bundestag gegründet worden war. In der Zunft wurde Stoltenbergs Leistung als Historiker kaum zur Kenntnis genommen. Das muss die Zunft ganz selbstkritisch konstatieren. Erst später stellte sich hier und da der Eindruck ein, dass die Bestellung zum Kuratoriumsvorsitzenden durch Bundespräsident Roman Herzog 1998 Stoltenbergs Lebenswerk zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Wissenschaft und Politik geradezu abgerundet hat. Welche Einsichten lassen sich nun aus dem bisher Gesagten für das Geschichtsverständnis und das Geschichtsbild Gerhard Stoltenbergs gewinnen? Ich möchte 5 Aspekte hervorheben. Erstens, für Stoltenberg beruhte jede Kultur auf, Zitat, der Erkenntnis der geschichtlichen Entwicklung der geistigen Tradition. Geschichte vollzog sich nach Meinung Stoltenbergs nicht nach philosophischen Gesetzmäßigkeiten, und sie war grundsätzlich offen. Wenngleich Stoltenberg in der Historiographie keine exakte Wissenschaft sah, maß er ihr sehr wohl gültige Aussagen zur Geschichte zu, und zwar dann, wenn die Historikerinnen und Historiker einen Kanon übereinstimmender wissenschaftlicher Kategorien beachteten. Im Zentrum der Geschichtswissenschaft stand für Stoltenberg die Erkenntniskategorie des Verstehens. Des Verstehens von Menschen, Konflikten und Entscheidungen unter den Bedingungen ihrer jeweiligen Zeit. Historiker und natürlich auch Historikerinnen durften sich bei ihrer Arbeit weder die Rolle der Staatsanwälte anmaßen, wie er das mal genannt hat, noch zu apologetischem Rechtfertigen hinreißen lassen. Mit Blick auf die aktuelle Debatte über das Erbe der Kolonialgeschichte ein höchst bemerkenswertes Diktum, das meiner Meinung nach auch Politikerinnen und Politiker beherzigen sollten. Das Bemühen um ein Verstehen der Vergangenheit war für Stoltenberg kein Selbstzweck. Sie diente ihm stets zur Gestaltung der Gegenwart. Die Geschichte, so betonte er bereits 1960 in seiner erwähnten Antrittsvorlesung, liefere einen unentbehrlichen Beitrag für das Selbstverständnis, die Selbstverständnis, die eigene Standortbestimmung unseres Volkes in den Spannungen der Gegenwart.
Wenn wir uns nun in gebotener Kürze jenen Epochen der deutschen Geschichte zuwenden, mit denen sich Stoltenberg maßgeblich auseinandergesetzt hat, scheint mir ein Befund besonders bemerkenswert. Abgesehen von der NS-Zeit bewertete er keine Phase des 19. und 20. Jahrhunderts als nur schwarz oder nur weiß. Die Geschichte war für ihn vielmehr so, wie der große Historiker Thomas Nipperdey es einmal formuliert hat, grau in unendlichen Schattierungen. Ganz in diesem Sinne bewertete Stoltenberg die Zeit nach der Revolution von 1848 als eine Ära gescheiterter Ideen und nachhaltiger Wirkungen auf das geistige und politische Klima in Deutschland. Auch das Bismarckreich, dies hatte er bei der Abfassung seiner Dissertation gelernt, bot seit dem Schlüsseljahr 1871 Licht und Schatten. Obwohl das Wirken des Reichstags massiv durch den Föderalismus wie auch durch die unitarischen Elemente der Verfassung des Kaisers, des Reichskanzlers eingeengt gewesen sei, so Stoltenberg, bestand sehr wohl berechtigte Hoffnungen auf eine dynamische Ausgestaltung der Reichstagsrechte. Dass die evolutionäre Entwicklung des Parlamentarismus im Kaiserreich stecken geblieben sei, schrieb Stoltenberg einerseits Reichskanzler Otto von Bismarck, andererseits aber auch der beschränkten Fähigkeiten der Parteien zum Kompromiss zu. Ob Stoltenberg, wie sein Doktorvater Otto Becker in seinem Gutachten zu der Doktorarbeit ausgeführt hatte, Zitat, Ehrfurcht vor der staatsmännischen Größe Bismarcks verspürt hat, möchte ich offen gestanden mit einem dicken Fragezeichen versehen. Gewiss, Stoltenberg würdigte den ersten Reichskanzler als eine faszinierende, komplizierte, von Widersprüchen nicht freie Persönlichkeit. Er rühmte dessen produktive Fantasie, die ihn über die Rolle des bloßen konservativen Bewahrers in der Innen- und Außenpolitik weit hinausgeführt habe. Zugleich aber bewahrte sich Stoltenberg in seiner wissenschaftlichen wie publizistischen Auseinandersetzung mit dem sogenannten Eisernen Kanzler stets eine prinzipiell kritische Perspektive. Keinen Hehl machte Stoltenberg jedoch aus seiner Überzeugung, dass die Entwicklung im Kaiserreich mit Bismarcks Rücktritt nicht zum Besseren gelaufen sei. In der dann ausbrechenden Epoche des Wilhelminismus diagnostizierte er eine zunehmende politische Zersplitterung, massive Unzulänglichkeiten des damaligen Kaisers Wilhelm II. Und einen allgemein fehlenden Willen, die Mängel des monarchisch autoritär geprägten Verfassungstextes an die Verfassungswirklichkeit anzupassen. Um die inneren Spannungen abzufedern, betrieb die kaiserliche Regierung dann auch noch eine völlig verfehlte Prestige- und Weltpolitik, die das Reich 1914 in einen Krieg führen sollte. Der Zusammenbruch des Kaiserreiches sollte die Weimarer Republik in den Augen Stoltenbergs seit ihrer Geburt 1919 schwer belasten. Für die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 zeichneten seiner Meinung nach aber mannigfache ideologische, ökonomische, psychologische Faktoren und stark individuelle Momente aus. Als wesentlich stufte Stoltenberg die Schwäche und Gespaltenheit der Gegner des Nationalsozialismus ein. Auch das Ausweichen, Zitat, meinungsbildender Führungsgruppen großer Bevölkerungsschichten vor den schicksalhaften verfassungs- und staatspolitischen Fragen der Zeit befand er höchst problematisch mit Blick auf das Ende der Weimarer Republik. Dass der Nationalsozialismus den moralischen Tiefpunkt in der historischen Entwicklung Deutschlands markierte, war für Stoltenberg unzweifelhaft. Dennoch plädierte er auch dieser dunkelsten Phase deutscher Geschichte gegenüber für eine vom Bemühen um Verstehen bestimmte und von politischer Korrektheit freie Betrachtung. Wo er diese Maßstäbe außer Kraft sah, griff der in Wort und Schrift sonst eher den Degen präferierende Mann verbal mitunter zum Säbel, etwa gegenüber dem schon erwähnten Daniel Goldhagen oder den Kuratoren der Ausstellung über die Wehrmacht. Mal warf er ihnen Ignoranz, mal absurde Geschichtsklitterung vor.
Die von ihm diagnostizierte, zunächst nur verhaltene Bereitschaft der meisten Deutschen, sich schonungslos mit eigenen Irrtümern und Fehlurteilen auseinanderzusetzen, hielt Stoltenberg für ein tief in der menschlichen Natur angelegtes Verhaltensmuster der eigenen Entlastung. Dass die ganz große Mehrheit der Deutschen nach 1948 in das neu entstehende demokratische Staatswesen der Bundesrepublik integriert worden sei. Nach der von ihm so verstandenen Stunde Null hatten die Westdeutschen in nur einem Jahrzehnt 4 kühne, zukunftsweisende Innovationen verwirklicht. Das Grundgesetz, die soziale Marktwirtschaft, die Gründung der EWG und den Beitritt zur NATO. Allesamt beruhten diese großen Leistungen Stoltenberg zufolge auf tiefgreifenden geschichtlichen Erfahrungen. Und diese geschichtlichen Erfahrungen waren es, die ihn zu der Erkenntnis führten, dass die Bonner Demokratie vor Gefährdungen von außen wie von innen keineswegs gefeit sei. Mit dieser Einsicht schlug der Historiker unwillkürlich den Bogen zum Politiker. Wie bereits erwähnt, entschied sich Gerhard Stoltenberg Mitte der 1960er Jahre trotz eines gewissen Spalts in der Hintertür im Prinzip gegen die wissenschaftliche Laufbahn und für den Beruf des Politikers. Wie aber, dies soll nun abschließend beleuchtet werden, beeinflussten die Geschichtskenntnisse des Historikers den Abgeordneten, Ministerpräsidenten und Bundesminister. Erste wegweisende Angaben können wir bereits einer Rede entnehmen, die Stoltenberg im Oktober 1955 vor der Jungen Union in Berlin gehalten hat. Darin breitete er mit ausführlichen Rückblicken in die Vergangenheit ein facettenreiches Panorama der Zwischenzeit aus, in dem sich die Bundesrepublik seines Erachtens aktuell befand. Eine Rückkehr zum Vorgestern, wie er das nannte, zu Kaiser und Weimarer Republik, hielt er für ebenso undenkbar wie zum Gestern des Dritten Reiches. Für das Hier und Heute notwendig war aber nicht nur die Auseinandersetzung mit den trüben Seiten der Vergangenheit, sondern auch der, Zitat, lebendige Bezug zu wesentlichen und wertvollen Teilen unserer Tradition. Im Skript zu einer 1957 gehaltenen Vorlesung findet sich der bemerkenswerte Satz: Wir müssen wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde legen, wenn wir die Fragen einer so auf wissenschaftlichen Ergebnissen gründenden Welt lösen wollen. Nicht nur technisch, sondern auch historisch-politisch. Dass das öffentliche Klima seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der westlichen Welt nüchterner und realistischer geworden war, fand Stoltenberg durchaus begrüßenswert. Bedauerlich erschien ihm aber, Zitat, der bittere Bodensatz an Resignation und Nihilismus, wie er in etwa in der Infragestellung des demokratischen Staates durch die Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre glaubte erkennen zu können. Als Bundesminister für wissenschaftliche Forschung gestand er der jungen Generation ohne Umschweife zu, das Jahr, wie er das genannt hat, 2000 näher als das Jahr 1933 zu sehen. Nicht akzeptieren wollte Stoltenberg aber den moralischen Rigorismus, mit dem die Studentenbewegung das Verhalten der Menschen vor 1945 bzw. verurteilte. An dieser Einstellung sollte auch seine Wahl zum Regierungschef von Schleswig-Holstein 1971 nichts ändern, wie wir einem etwas verschachtelten Satz seiner ersten Regierungserklärung entnehmen können. Den jungen Menschen die historischen Ursachen für das Scheitern und die geschichtlichen Erfahrungen mit den verschiedenen Spielarten nationalsozialistischer und kommunistischer Diktatur zu vermitteln, ist eine verpflichtende Aufgabe der mittleren und älteren Generation. Indem der Ministerpräsident hier explizit den Nationalsozialismus mit dem SED-Regime verband,
gab er seiner Geschichtspolitik eine besondere Note. Diese Note durchzieht auch einen Zeitungsartikel, den Stoltenberg 8 Jahre später über den damals aufsehenerregenden Fernsehmehrteiler Holocaust veröffentlichte, ausgerechnet in der Zeitung mit den 4 großen Buchstaben. Diese Serie, so heißt es da, habe das dunkelste Kapitel unserer Geschichte wieder in Erinnerung gerufen. Erschütterung ist zu Recht die vorherrschende Reaktion, auch wenn hinzuzufügen ist, dass schreckliche Verbrechen ebenfalls an Deutschen verübt wurden und heute im kommunistischen Machtbereich alltäglich sind. Stoltenberg ging es in seinen geschichtspolitischen Verlautbarungen aber, wie bereits angedeutet, keineswegs nur um das negative Gedächtnis der beiden deutschen Diktaturen. Mindestens ebenso wichtig empfand er die Rückbesinnung auf die positiven Elemente der deutschen Geschichte. Etwa, wie er das genannt hat, die großen europäischen Traditionen des Christentums und des Humanismus. Zum 30. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs verkündete der Ministerpräsident 1975 die Absicht der Landesregierung, Museen und Kultureinrichtungen zu unterstützen. Durch die Pflege und Bewahrung bedeutsamer Zeugnisse der Vergangenheit sollte Schleswig-Holstein einen Beitrag dazu leisten, dass der Rang Deutschlands als Kulturnation erhalten bleibt. Nicht nur an historischen Gedenktagen, sondern auch im Alltag fand Stoltenberg es notwendig, das geschichtliche Bewusstsein zu schärfen. Mit Freude und Genugtuung registrierte der Landesvater in der Bevölkerung nach all den Brüchen und extremen Pendelschlägen der jüngeren Vergangenheit eine stärkere Hinwendung zur Geschichte, sowohl zur Heimatgeschichte als auch zur Historie Deutschlands und der Welt. Stoltenberg begnügte sich als Ministerpräsident jedoch nicht damit, seine geschichtspolitischen Ideen in offiziellen Regierungserklärungen zu gießen. Er brachte sie auch bei Zusammenkünften des Geschichtslehrerverbandes des Landes oder bei der Eröffnung historischer Ausstellungen zu Gehör. Damit nicht genug, Stoltenberg schaltete sich überdies in eminente geschichtswissenschaftliche Debatten ein, indem er etwa vor einer Vereinseitigung, ja Ideologisierung der Wissenschaft durch eine ausschließlich sozialgeschichtliche Betrachtungsweise warnte. Nach seinem Wechsel nach Bonn 1982 versiegten derartige Stellungnahmen gegenüber der Öffentlichkeit fast vollständig. Nur noch selten unterfütterte der Bundesminister der Finanzen bzw. der Verteidigung seine Reden und Ansprachen mit historischen Erkenntnissen, sei es zur Legitimierung der deutschen Friedenspolitik, sei es zur Begründung einer ethisch verantwortbaren Macht- und Sicherheitspolitik. Ob diese Zurückhaltung seinen neuen Aufgaben oder der Tatsache geschuldet war, dass an der Spitze der Bundesregierung ein Bundeskanzler und Historiker mit einem dezidiert eigenen geschichtspolitischen Sensorium saß, wird wohl erst durch zukünftige Forschungen geklärt werden müssen. Ich möchte zum Schluss kommen. Von Friedrich Merz stammt das Urteil, Gerhard Stoltenberg sei ein reformorientierter Konservativer mit republikanischem Ethos und preußischen Tugenden gewesen. Stoltenberg war aber, wie ich in meinem Vortrag zu zeigen gehofft habe, nicht nur ein eminenter Homo politicus, er war auch ein Homo historicus. Lange Zeit glaubte er, eine Doppelexistenz zwischen Katheder und Ministeramt, zwischen akademischer und politischer Laufbahn führen zu können, ganz entgegen der vom großen Soziologen Max Weber ja einst empfohlenen scharfen Trennung zwischen Wissenschaft und Politik. Wenn ich es recht sehe, war es wohl der Beginn seiner Ministerpräsidentschaft 1971, dass bei ihm die Erkenntnis Platz griff, dass zwei so anspruchsvolle Aufgaben, Wissenschaftler und Politiker, nicht nebeneinander zu verwirklichen seien. Doch auch danach blieb er, ob als Abgeordneter, Regierungschef oder Bundesminister, stets von der Überzeugung erfüllt, dass die Befassung mit der Geschichte notwendig sei. Nicht,
um ihrer selbst willen, sondern im Sinne Ciceros als Magistra Vitae. Nach dem Ausscheiden aus seinen hohen politischen Ämtern verwandelte sich Stoltenberg in gewisser Weise wieder in den Geschichtswissenschaftler, der historische Bücher verfasste und sich an Fachdiskussionen beteiligte. Natürlich könne man nicht einfach alte und manchen zeitbedingte Rezepte früherer Generationen übernehmen, betonte er in seinen 1999 veröffentlichten Erinnerungen. Doch wenn man die Erfahrungen, Einsichten und Gestaltungsformen der Vergangenheit ignoriere, begehe man einen schweren Fehler. Die Bewältigung der Zukunft, davon blieb Gerhard Stoltenberg bis zu seinem Tode, heute vor 20 Jahren, überzeugt, setzt eine Urteilsfähigkeit voraus, die aus geschichtlichen Erfahrungen und moralisch begründeten Überzeugungen gewonnen werden muss. Dieser zeitlos klugen Einsicht möchte ich nichts mehr hinzufügen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Vielleicht noch einige wenige Bemerkungen zu diesem letzten Bild. Es zeigt Gerhard Stoltenberg, wie Sie sehen, mit Henry Kissinger. Der Anlass war der 100. Todestag Otto von Bismarcks 1998 in Friedrichshof. Das war die erste große öffentliche Veranstaltung der Otto von Bismarck Stiftung. Und Kissinger war damals Mitglied des Beirats der Otto von Bismarck, des wissenschaftlichen Beirats der Bismarck Stiftung. Gerhard Stoltenberg war seit 1952 bekannt und sie nannten sich gegenseitig Freunde und für Stoltenberg war es dann natürlich eine besondere Ehre, Kissinger, der ja ebenfalls nicht nur Staatsmann, sondern auch Historiker von Haus aus war, gerade zu dieser Veranstaltung nach Friedrichshof zu begleiten. Dieses Bild wirkt so harmonisch, der Anlass selbst war alles andere als harmonisch, denn es gab dort ich glaube, dieser kleine Ort, ich weiß nicht, wer von Ihnen ihn kennt, einige hundert Einwohner, es gab dort Aufmärsche von Linksradikalen, die der Meinung waren, Otto von Bismarck dürfe mit einer solchen Stiftung nicht geehrt werden. Für Stoltenberg war das überhaupt kein Grund, sich nicht dieses Amtes, das Roman Herzog ihm ja übertragen hatte, anzunehmen und leider Gottes viel zu kurz danach, nach 3 Jahren dann schon verstorben. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Herr Professor Lappenküper, Sie haben uns heute Abend auf eindrucksvolle Weise bewiesen, dass ein Politiker auch und gerade auf wissenschaftlicher Basis sein Selbstverständnis findet. Das ist, glaube ich, neu für uns. Auch alle diejenigen, die Stoltenberg etwas näher kannten, denen ist das in dieser Deutlichkeit, glaube ich, nicht heute Abend erst klar geworden. Vielen Dank dafür. Ja, schön fand ich auch, dass Sie die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Bundeskabinett auch noch beleuchtet haben und den Bezug eben zur Otto von Bismarck Stiftung unter Einbeziehung von Henry Kissinger. Es ist ja bekannt, dass Henry Kissinger Gerhard Stoltenberg sehr schätzte, Helmut Schmidt allerdings auch. Und als Drittes darf ich hinzufügen, beide, Stoltenberg und Schmidt, schätzten einander auch sehr. Und es ist kein offenes Geheimnis, aber doch nicht sehr bekannt, dass Helmut Schmidt, der von Helmut Kohl nicht so sehr viel hielt, glaubte oder durchsetzen zu können, wenn denn die Union schon wieder regieren müsse, dann doch bitte mit Stoltenberg. Dafür hat es wohl ein Treffen am Bramsee gegeben, aber Gerhard Stoltenberg war viel zu loyal, um etwa sich auf diese Weise in Szene zu setzen. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen und jetzt ist in dem Sinne Feuer frei. Ich glaube, Sie stehen uns jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Ich gebe Ihnen auch gleich das Mikrofon wieder. Wer hätte denn
nach diesem so eindrucksvollen Vortrag Fragen, Ergänzungen, kritische Anmerkungen? Ja, zu Anfang ist es immer. Ja. Ja. Trauen Sie sich. Ja. Das kann man jetzt so interpretieren, dass keine Fragen offen sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich habe ja mindestens selbst frei zwei Fragen. Entschuldigung. Dr. Schwinge, bitteschön. Ja. Dass das dann nicht mehr zur Geltung gekommen ist oder er es nicht mehr so zur Geltung gebracht hat. Ja. Und ich wollte jetzt einfach fragen, haben Sie eine Erklärung dafür oder wie kann man das erklären oder kann man das einfach damit erklären, der Altbach war dann so gefüllt oder das kann ich mir aber bei Ihnen nicht vorstellen. Also ich habe ja darauf hingewiesen, dass ich den Vortrag gewissermaßen ganz aus dem Nachlass erarbeitet habe. Es gibt darüber keine Literatur. Wir haben natürlich seine eigenen Bücher, in denen er darüber Auskunft gibt. Aber das hat mir offen gestanden nicht gereicht. Und deshalb bin ich nach Augustin gefahren, habe in den Nachlass hineingesehen. Und was mich am meisten erstaunt hat, dass für sein letztes politisches Amt war ja der Koordinator der deutsch-französischen Beziehungen. Und es gibt im Nachlass einige entsprechende Ordner. Und da habe ich dann gehofft, dass Stoltenberg in seiner Funktion als Koordinator der deutsch-französischen Beziehungen in öffentlichen oder vielleicht auch halböffentlichen Reden tiefer als Historiker das deutsch-französische Verhältnis reflektiert. Niente, es ist nichts da drin. Das kann natürlich jetzt zum einen bedeuten, dass eben nicht aufbewahrt worden ist. Das kann es durchaus sein. Aber dass er dort auch in anderen Reden, die man aufbewahrt hat, kaum historische Bezüge herleitet. Weder als Finanzminister, naja, da kann man sich das vielleicht noch vorstellen, aber als Verteidigungsminister über die Gefährdungen der Bundesrepublik Deutschland auch aus der historischen Perspektive Ableitung herleitet, das war für mich mehr als überraschend, da eben nichts zu finden. Und die Vermutung, aber mehr als eine Vermutung ist es nicht, vielleicht auch ein gewisser Verdacht, dass es da eben, ja, dass er diese Aufgabe so als Minister nicht mehr meinte, wahrnehmen zu müssen, im Gegensatz zu seiner Zeit als Ministerpräsident. Nun ist er Ministerpräsident der Landesvater, der natürlich auch zu historischen Anlässen Reden halten muss, aber auch als Bundesminister unter Erhard und unter Kiesinger hat er immer wieder auch historische Reden gehalten oder zumindest historische Bezüge in seine Reden eingeflochten. Das ist in der Zeit des Bundesministers unter Kohl, soweit ich es bisher zumindest beurteilen kann, mit aller Vorsicht, deutlich geringer. Und der Verdacht, ich habe ihn gerade geäußert, ist der, dass da am Kabinettstisch ein Großhistoriker saß, der selbst die entsprechenden Markierungen meinte, setzen zu müssen mit seiner Geschichtspolitik. Und man denke nur an die Gründung des Hauses der Geschichte, an das Deutsche Historische Museum. Also Kohl war ja dezidiert historisch, geschichtspolitisch auch unterwegs. Und der Verdacht liegt dann gewissermaßen nahe, dass er daneben sich nicht noch einen zweiten Historiker, obwohl, also von der akademischen Laufbahn war Stoltenberg ja über ihm, als habilitierter Historiker. Und Kohl war in Anführungsstrichen ja nur promovierter Historiker. Aber es ist in der Tat bisher mit allem Vorsicht nur eine Feststellung, eine Feststellung, die ich aus den Akten und aus meiner eigenen Beschäftigung mit dem Thema gewonnen habe. Und eines der großen Fragezeichen, von denen ich zu Anfang gesprochen habe, es gibt ganz viele andere, auf die ich ja auch hier und da eingegangen bin, die ich selbst noch nicht beantworten kann, warum arbeitet er gerade dieses Thema als Doktorarbeit aus und dieses Thema als Habilitation, wie kommt man zu den Themen? Also da gibt es in der Tat noch eine Menge offene Fragen. Mir ging es jetzt darum, gewissermaßen so einen Problemabriss mal vorzuführen, weil es für mich selbst vollkommen neu ist, was ich da hier heute Morgen, oder nicht heute Abend jetzt hier vorbereitet habe, sondern weil darüber die Geschichtswissenschaft bisher noch nicht nachgedacht hat.
Ich hoffe, damit gewissermaßen einen Aufschlag gemacht zu haben. Bitte schön. Ja, ja. Haben Sie für die Spätzeit gesagt, dass ein Fragezeichen von Ihnen dahinter gesetzt wird, wie Stoltenberg Erdmann beurteilt hat? Könnten Sie nicht vielleicht doch ein bisschen noch dazu sagen, weil ja die Grundeinstellung von Erdmann zur Demokratie und den Aufgaben der Demokratie eigentlich sehr, ja, hoffe ich jedenfalls, ähnlich war wie die von Stoltenberg, warum Sie da dieses Fragezeichen setzen oder ob Sie dazu Anhaltspunkte haben? Ich habe es offen gestanden nur aus dieser einen Rede abgeleitet, weil mich diese Formulierung, die Stoltenberg da gewählt hat, ich hoffe, dass ich es gleich noch wieder finde, so nachdenklich gestimmt hat, weil Stoltenberg musste ja in dieser Rede nicht sagen, dass Erdmann die Verwerfungen, die es da im Vorfeld gegeben hat und die Kritik, die aus der historischen Zunft an Erdmann ja kübelweise herangetragen worden ist, dass das nur Erdmann erschüttert hat. Er hätte diese Erschütterung ja für sich selbst vereinnahmen können in dieser Rede, die er hier in diesem Hause gehalten hat. Aber das macht er eben nicht. Und da habe ich mich gefragt, warum macht er das nicht? Sondern er formuliert es dezidiert so, und Stoltenberg war ja ein Meister der Sprache, der wusste genau, wie er was formuliert und wie er die Dinge dann auch nach außen hin transportiert, ob es da in diesem Moment zumindest eine gewisse, ein Momentum der Zurückhaltung, formulieren wir es ganz vorsichtig, gegeben haben könnte. Man sollte aus einer einzelnen Rede nicht zu viel ableiten, aber an der Stelle fiel es mir, wie gesagt, in der Tat auf, dass er diese Erschütterung, die Kritik der Zunft bei Erdmann ausgelöst hatte, das konstatiert er, aber er nimmt diese Erschütterung nicht für sich selbst in Anspruch, Stoltenberg. Es gab ja verschiedene Anlässe und verschiedene Ursachen dieser Verwerfung, nennen wir es mal so. Karl Dietrich Erdmann war der in langen Jahrzehnten mindestens einer der wichtigsten deutschen Historiker der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik. Hat es immerhin, ich glaube, als einer der ganz, ganz wenigen, nicht sogar der einzige deutsche Historiker, zum Präsidenten des Weltverbandes geschafft. Und dann gibt es halt im Zuge, ich nenne es mal so, der verspäteten Fischer-Kontroverse, die Anwürfe, dass er mit Editionen, es ging ja nicht zuletzt um diese Riesler-Tagebücher, ich will da jetzt die Einzelheiten nicht ausführen, weil das alles zu weit geht, dass er da möglicherweise ein Geschichtsbild transportiert hat, das gegebenenfalls gelenkt gewesen sein könnte. Aus meiner Sicht sind die Dinge mittlerweile mehr als hinlänglich erforscht und die Vorwürfe haben sich als nicht treffend und nicht stichhaltig genug erwiesen. Stoltenberg hat seit 1954, seit der Promotion, das Verhältnis zu dem ja zunächst einmal wesentlich älteren und dann ja auch vorbildhaften Historiker bis zum Ende seines Lebens aufrechterhalten. Erst im Nachhinein, nachdem ich den Vortrag fertig geschrieben hatte, vor 2 Wochen habe ich den Nachlass Erdmann einsehen können und habe darin diverse Schriften von Stoltenberg gefunden, seine Geburtstagsgrüße etc. pp. Also es ist noch viel dichter zu dokumentieren, als ich das bis dahin habe machen können. Trotzdem ist mir dieses Verhältnis zwischen Stoltenberg und Erdmann so noch nicht so hinlänglich oder hinreichend deutlich, wie ich es mir wünschen würde. Ich weiß aber, dass in wenigen Wochen eine Doktorarbeit dazu erscheinen wird, die genau, also eine Biografie über Erdmann, in der auch das Verhältnis zu Gerhard Stoltenberg deutlicher dargelegt wird, als es mir möglich war. Ja, meine Damen und Herren, keine weitere. Noch ist der Referent am Pult und beantwortet Ihre Fragen. Dann hätte ich vielleicht noch eine, Herr Professor Lappenkühler.
In der Öffentlichkeit ist Gerhard Stoltenberg in seiner letzten Funktion als Koordinator der deutsch-französischen Freundschaft oder deutsch-französischen Beziehungen lange nicht so in Erscheinung getreten wie in der Zeit als Bundesminister oder bei uns als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident. Ich frage Sie jetzt mal, ich weiß es nicht, ob dies auch vielleicht damit zu tun haben könnte, in der ganz späten Adenauerzeit und in der gesamten Zeit von Ludwig Erhard, das waren ja nur 3 Jahre, schwelte ja der Streit zwischen Atlantikern und Gaullisten. Und Stoltenberg wird, genau wie Kai-Uwe von Hassel, der damalige Bundesminister Gerhard Schröder, nicht zu verwechseln mit dem späteren SPD-Kanzler, und Ludwig Erhard selbst zu den Atlantikern gezählt, sodass es für mich persönlich überraschend war, dass Kohl ihm dieses Amt in den 90er Jahren dann angeboten hat. Könnte das sich auch damit erklären, dass damit allzu viel Herzblut in dieser Tätigkeit vielleicht nicht lag bei Gerhard Stoltenberg, in diesem allerletzten Amt? Das ist eine offene Frage. Ja, sie ist offen und ich kann sie auch nicht vollständig beantworten. Auch da von meiner Seite her nicht viel mehr als Vermutungen. Also zum einen, ich teile Ihre Überraschung, dass Stoltenberg, der eben als Transatlantiker gegolten hat, dieses Amt überhaupt übernommen hat. Erstens, dass Kohl es ihm angeboten hat und er das dann auch noch angenommen hat. So wie ich, aber die Familie wird das viel besser erklären oder beschreiben können, so wie ich ihn wahrgenommen habe als einmal als Wissenschaftler oder auch als einfach nur als, in Anführungsstrichen als Bürger, war er natürlich durch und durch pflichtbewusst. Und als dieses Amt, das ja nun ausgesprochen ehrenvoll war und ist, ihm angetragen wurde, hat er es sich wohl einfach auch noch zugute gehalten, an der Stelle Pflichtbewusstsein walten zu lassen. Ob das denn wirklich so stimmt, Herr Tetzloff, wie Sie es vermuten und ich ein Stück weit auch, dass er doch in erster Linie Transatlantiker war, das würde ich mindestens vor diesem Hintergrund nochmal mit einem kleinen Fragezeichen versehen wollen. Anders formuliert, ich glaube, auch da werden wir als Wissenschaftler und darüber hinaus in der breiteren Öffentlichkeit noch intensiver darüber nachdenken müssen, ob Stoltenberg nicht durchaus auch diese Perspektive der deutsch-französischen Aussöhnung und Verständigung wahrgenommen hat. Ich meine, als Finanzpolitiker hatte er sich ja durchaus mit den Franzosen so den einen oder anderen Strauß ausgefochten, wenn man so an das Thema Europäische Währungsunion oder europäisches Währungssystem in den späten 1980er Jahren denkt. Da war er ja kein großer Freund von. Und trotzdem, und am Ende wird er ja sogar mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet, 1995, also nachdem er dann ausscheidet als Koordinator der deutsch-französischen Beziehungen, wird ihm diese hohe oder eine der höchsten Auszeichnungen des französischen Staates überhaupt für ausländische Staatsmänner angetragen. Also auch das ist noch nicht so, nicht so ausgeleuchtet, wie es notwendig wäre. Ich kann nur die Vermutung äußern, dass Stoltenberg neben dieser transatlantischen durchaus auch eine genuin europäische und auch deutsch-französische Facette in sich getragen hat. Vielen Dank. Bitte. Ja. Ich möchte ungern der letzte Fragesteller sein, deswegen ist es gut, dass Herr Amling sich noch mal zu Wort meldet. Herzlichen Dank, Herr Professor, für Ihre Antwort und für Ihren Vortrag. Mich hat eine Frage Schleswig-Holstein, der dieses Jahr 50 Jahre alt. Und Sie beschrieben Herrn Dr. Stoltenberg ja einmal als Historiker, als Wissenschaftler, aber auch als Landesvater. Ja. Gibt es im Geschichtsbild von Gerhard Stoltenberg eine Reflexion auf das Geschichtsbild Schleswig-Holsteins und vielleicht auch, was sich für Bürgerinnen und Bürger des Landes selbst daraus ableiten ließe?
Jetzt steht der Referent da und muss gewissermaßen noch einmal darauf hinweisen, was er alles nicht gesagt hat. Ich habe zu Anfang ja etwas verbrämt von Mut zur Lücke gesprochen. Sie haben natürlich genau den Aspekt in der gesamten Darstellung erwähnt, den ich tatsächlich außen vor gelassen habe. Ich gebe zu, nicht weil ich das für weniger bedeutsam erachte, sondern weil ich einfach mir ein Strickmuster zusammengenäht habe, das in diese 45 Minuten hineinpasste und wo ich gedacht habe, da kannst du bestimmte Pfade einfach mal ausleuchten. Das Stichwort Schleswig-Holstein, Sie haben vollkommen recht, habe ich mehr oder minder vollständig ausgeblendet. Es müsste in wissenschaftlichen Forschungen, die weiter als über diesen Vortrag hinausgehen, in jedem Fall mit einbezogen werden. Und zwar nicht nur, weil Stoltenberg ein eigenes Buch über Schleswig-Holstein geschrieben hat, 1978 erschienen, sondern weil er sich immer wieder mit der Geschichte Schleswig-Holsteins, im Übrigen auch mit dem Menschen, dem er am Ende in gewisser Weise gedient hat, nämlich Otto von Bismarck, auch entsprechende Verbindungslinien hergeleitet hat. Also das Thema Schleswig und Holstein in Preußen oder im Deutschen Reich, der Verlust der Eigenständigkeit etc. pp., die Nähe zu Dänemark, auch das sind alles Themen, die Stoltenberg in seiner wissenschaftlichen, dann aber auch in seiner publizistischen Tätigkeit seit den 1950er Jahren immer wieder umgetrieben hat. Ich glaube, der Höhepunkt ist dann tatsächlich dieses Buch von 1978, das jetzt keine Monographie, kein Buch in einem Guss ist, sondern es sind im Prinzip kleinere Studien, die aber die Geschichte Schleswig-Holsteins vom 19. bis zum 19. Jahrhundert bis zum 1970er Jahren entfaltet. Also lange Rede, kurzer Sinn, Sie haben vollkommen recht, das Thema Schleswig-Holstein war für ihn ein elementares, nicht nur, weil er Schleswig-Holsteiner war und dann ja auch Ministerpräsident, sondern weil er in der Geschichte Schleswig-Holsteins ganz viele Facetten wahrgenommen hat, die für die deutsche Geschichte und dann auch für die bundesrepublikanische Geschichte als Teil der deutschen Geschichte von besonderer Bedeutung gewesen ist. Das Zusammenwirken der Schleswig-Holsteiner, die Habilitationsschrift ja nicht umsonst, das ist ja Teil der schleswig-holsteinischen Geschichte. Die Frage, die ihn da umgetrieben hat, warum sind denn ausgerechnet die Nordlichter, wenn ich das so deplatziert vielleicht sagen darf, den Nazis in dem Maße hinterhergelaufen? Und dann auch gerade noch das Bauerntum, das Landvolk, wobei doch die Bauern, das Landvolk eher als konservativ und weniger ideologisch gegolten hat. Er hat sich gerade damit in seiner Habilitationsschrift auseinandersetzen wollen, auseinandergesetzt, warum eben im Landvolk offensichtlich eine besondere Affinität vorhanden gewesen war, die dann dazu geführt hat, dass hier während der Weimarer Republik, gerade hier in Schleswig-Holstein oder in Teilen von Schleswig-Holstein dann, nennen wir es platt, so braun gewählt worden ist. Auch da wiederum der Bogen in die Zeit der Bundesrepublik, die Hoffnung, selbst dafür eigene Erkenntnisse noch herausziehen zu können, wie die Entwicklung des Bauerntums in der bundesrepublikanischen Zeit dann auch in Schleswig-Holstein, aber weitaus darüber hinaus dann auch noch sich entfalten würde. Vielleicht mit diesen wenigen Worten ein Mea culpa. Ja, es war eine Lücke. Ja, meine Damen und Herren, gibt es noch weitere Fragen? Dann wollen wir die Veranstaltung auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Nochmal auch nach dieser kurzen Diskussion unser ganz herzlicher Dank an Sie. Gerne. Alles Gute für Sie und die Stiftung und dass Sie uns mindestens noch ein drittes Mal besuchen in der Hermann Ehlers Akademie. Mhm. Bismarck, Stoltenberg, Sie werden Ihre Themen finden. Mhm. Wer jetzt möchte, kann noch gerne an die kleine Bar gehen und ein Getränk mit uns einnehmen. Sollten Sie gleich nach Hause wollen, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Heimweg. Schön, dass Sie heute hier waren in so schwierigen Zeiten, wo einige Leute gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Umso schöner, dass das für Sie nicht galt. Dankeschön. Mhm.